Johannes Kühn, Reit im Winkel, Erik Lesser, Frankenhain und Arndt Peiffer, Klaus Dahl, Zellerfeld sorgten beim Massenstart auf den Rängen 8, 9 und 10 für ein gutes deutsches Mannschaftsergebnis. Weltmeister Simon Schemp, Uhingen, musste sich mit Platz 29 begnügen. Der Franzose Martin Fourcade musste einer langen Saison Tribut zollen und erreichte bei seinem 21. Weltcup-Start in SE im Winter als 19. erstmals nicht das Podest. Fourcade gewinnt Gesamtweltcup, dennoch holte sich der Dominator auch den Sieg in der Massenstartwertung. Zuvor hatte er sich bereits kleinen Kristallkugeln im Sprint Einzel zusammen mit Bö und der Verfolgung gesichert. Zudem triumphierte Fourcade zum 7. Mal in Serie im Gesamtweltcup. Für Deutschen verlief der Weltcup-Winter dennoch durchwachsen. Nur Lesser, der zweimal Dritter wurde, und Peiffer einmal Dritter, liefen auf das Podest. Trotzdem sprach Bundestrainer Marc Kirchner im ZDF von einer guten Saison. Immerhin wurde Peiffer in Pyeongchang Olympiasieger, Schemp holte Silber, Doll Bronze.